Willkommen zurück bei Sherlock Holmes, der Devil's Daughter, mit Elana und Systemstrahl. Wir sind bei Fall 2 und Folge 13 und sind hier in dem nächsten Rätsel auf. Genau, dann schauen wir mal, was passiert. Hier sind überall irgendwie die gleichen Statuen am Kopf. Bis jetzt sieht sie auch unspektakulär aus. Lass mal genau. Was passiert jetzt schon wieder? Kommt die Decke runter? Ich sehe es nicht. Also irgendwas wird nicht sein. Ah, da hat er die Füße. Okay. Ja, wo kam das Gift jetzt raus? Spült der da Gift? Wer spült denn das Gift? Warum spült er? Sehen ja alle gleich aus, ne? Aber manche in so einer. Es gibt welche mit Fackel. Da, ja. Da, guck mal, da kommt Plätzchen runter. Oh oh. Boah, der hat rote Bemalung. Okay, also wenn die rot. Vielleicht liegt es da. Okay, also hier kommen die Dinger da rein nach runter. Das heißt, du musst schnell genug in den nächsten Weg. Jetzt, den habe ich nicht gesehen, war der auch. Ja, man kann das auch echt schlecht erkennen, ja, wenn das. Ja, ich habe gar nicht geholt. Aber guck mal, der ist rot. Genau, an dem dürfen wir nicht vorbei. Der rote Indianer. Da ist er auch wieder rot. Da ist er auch. Da dürfen wir jetzt aber auch nicht vorbei, oder? Da könnten wir jetzt langkommen? Ja. Dazwischen hätte es lang gemusst, glaube ich. Also man konnte jetzt den anderen zwar nicht sehen. Hier jetzt nicht. Hier ist weiß. Der ist nicht rot. Der ist auch nicht rot. Aber der. Der auch nicht. Der auch nicht. Auch nicht. Aber jetzt müsstest du es ja geschafft haben. Also stehst du in der Tür, ne? Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Mal sehen, wie viel da noch kommt. Wie groß kann so ein Tempel sein, ja? Ich glaube, die bauen auch immer wieder einen Stockwerk. Das Modell sah kleiner aus. Vielleicht ist das jetzt hier so, dass Sherlock Holmes geschrumpft ist und. Oder er hat auch Visionen. Ich sag genau, was in der Pfeife. Ja. Oh, jetzt kommt Wasser. Ich hoffe, die fallen nicht alle runter. Okay, die fallen runter. Also er hält hier an und dann. So, man muss so wie beim Auto so seitlich lenken, dass er unbedingt rauswandert. War jetzt nicht so schwer. Ich weiß nicht, wie bei so einem Candy-Spiel das immer automatisch vorwärts läuft. Aber ich frage mich, bei solchen Fallen, wie kommen die Leute denn jemals wieder raus? Ja, keine Falle, das ist einfach abgemodert. Ah, gut. Das ist ganz einfach. Am Ende kommt eine Wasserputsche und dann machst du psch, und dann bist du draußen. Cool. Ich denke mal, du kannst vielleicht über die Pyramide wieder außen zurücklaufen. Aber ich glaube, wir sind mal reingekommen. Jetzt hilft Glatz und Pikachu da irgendwann raus. Jetzt kommt der Endgegner. Oder die Erlösung. Oder diese komischen Statuen oder was weiß ich. Der Schatz von Tekun Uman. Ei, guck mal, die Statue ist viel größer. Das sind zwei kleine und eine große.
Oh, sag jetzt nicht, du musst da noch mehr Rätsel machen. Also, das ist Xbox jetzt über der Kreuzklappe. Ja. Kann man die drücken? Nee. Ich wette, da kommen deine Giftpfeile raus. Und die haben hier irgendwie verschiedene Anzahl von Löchern runter. Guck mal, ein noch zwei noch. Drei, vier. Und eins. Eins mit Strich, aber und das war eins ohne Strich und hier ist zwei mit Strich. Und vier mit Strich. Da drüben. Oh Gott. Zwei, drei mit Strich, vier, zwei Striche und. Und da Strich. Steht. Guck mal, was, da. Wenn man das ist. Guck mal. Der Kalender. Er war hier. Also haben Greystock, Sir Charles und Marley von Anfang an Bescheid gewusst. Mhm. Also das finde ich komisch, wenn jetzt dadurch Fallüberführungen hinkommen, dass der irgendwelche Visionen hatte und weiß, was im Tempel los war. Mhm. Also wäre er da jetzt hingereist und hätte da Spuren gesehen, dass da gestanden wäre, dann wäre was anderes gewesen. Aber die kleine Statue, das ist ja die, die wir in Teilen quasi gefunden haben, ne? Das ist die Statuette, die Marley, Sir Charles und Greystock unter sich aufgeteilt haben. Die kamen vielleicht nicht in den Raum rein. Kein Schlüsselloch und keine Klinke. Es muss einen Weg hineingeben. Ja klar, man trennt seinen Kopf ab und schmeißt ihn durch das Loch gedrückt. Das funktioniert ja auch nicht. Und jetzt kann man ja auch auf diesen Knopf drücken, so wie es aussieht. Vielleicht geht das nach der Reihenfolge oder so? Genau. In welcher Reihenfolge soll das gehen? Aber es gibt dann eine Anzahl. Aber das sind, sagen wir mal, könnte man sagen, Punkte ist 1 und Strich ist 5. Also so ein bisschen. Ja. Also wenn man dann quasi sagen würde, 1, dann wäre das das 7. Ja. 3, 9. 6. Genau, du weißt, was ich meine. Haben wir denn alle Zahlen der Reihe nach? Ja, ich denke. Also wenn wir zum Beispiel hier die 1 drücken. Was Blöderes fährt mir jetzt nicht an. Oh, guck mal, ich glaube, da kannst du Pfeile in die Hände geben. Ja. Und dann ist vorne neben der Tür die 2. Ja, die 2. Okay, wir überleben es ein bisschen. Links noch. War die 3. Ja. Also, so ein Zahlensystem kann ich wohl Strich, damit war es so ein 5er wert ist. Okay, da müsste rechts neben der Tür. Ja. Das ist hier, okay? Jetzt bräuchte man einen Strich. Genau. Und einen Strichpunkt. Aha. Dann die 6. Da oben. Natürlich, ne? Aber dafür so einen komplizierten Mechanismus brauchen, um den so einfach zu lösen. Naja, wir wissen es ja noch im Projekt. Gibt mir ja gleich einen ab. 7. Mhm. Strich und 3 Punkte. Da. Dann 4 Punkte und dann 2 Striche. Genau. Und jetzt passiert was, oder? Jetzt wird wahrscheinlich die Tür aufgehen. Vielleicht wird man kurz zählen müssen. Ah, Visualisierung. Sie sind zu viert und nur 3 Teile der Statue. Und die sollen zusammen nicht hingekriegt haben, die Knöpfe zu drücken. Ah, da hat er seinen Arm verloren, oder? Ah! Er hat den Arm reingesteckt und die anderen sind weggerannt. Aber in welche Nummer hat er das reingesteckt? Das habe ich jetzt nicht. Er hat, glaube ich, den Arm reingesteckt in dem Moment, wo die die Statue runtergenommen haben. Von der Mitte. Aber hat er dann in die 1 reingesteckt? Das weiß ich jetzt nicht. Okay, hören die Drohungen jetzt auf zu wirken? Ja. Wir sind in einem Büro. Oder was? Aber der Albeit hätte dann ja auch eventuell einen Grund, sich an den anderen zu rächen. Weil die die Statue gemobst haben. Und ihn da allein gelassen haben. Und darum dachten die, der ist tot. Und er ist irgendwie wieder rausgekommen aus der ganzen Nummer und will sich jetzt an den rächen. Er hat wahrscheinlich wie Merlin Walking Dead seinen eigenen Arm abgehabt, dass er da rauskommt. Das kann sein. Oh Mann. Hm.
man da jetzt neue Hinweise. Aber glaube Maya-Kalender. Aha. Und Alberts Krankheit und Albert wurde zurückgelassen. Ja, bleibt ja nicht mehr. Gibt's da noch was? Wir haben alle gefunden, das heißt, wir sind dem Ende nahe. So, was sagt die Aufgabenliste noch? Den Mord. Also wir müssen jetzt wahrscheinlich die Herleitung uns alle angucken, um dann auf den Mörder zu kommen. Ja, das hat man ja schon. Die B-Taste. Ja. So, da gab es ja noch ein paar, die war. Ja, komm mal. Albert glaubt, gibt die Schuld an seinem Schicksal den anderen Teilnehmern an der Expedition. Er sind auf Rache und könnte zu diesem Berufe den Fluch für sich nutzen. Oder? Wenn er den richtigen Knopf gedrückt hatte und die anderen die Statue genutzt hatten. Oder? Ja. Und Albert glaubt, dass er vom Fluch befallen ist, er will sich an niemanden rächen. Nee, der ist verbittert. Definitiv. Weil die Statue mopsen wollten und weg. Genau, die sind weggerannt und haben ihm sein Schicksal überlassen. Was hat das nun damit zu tun? Mit der Lüge. Da sagt man, der Sohn ist unschuldig. Hier sagt ja. Okay, das aber. Das könnte von einem anderen sein. Aber wenn Albert unser Verdächtiger sein könnte, dann ist das vielleicht bloß. Nee, du musst das anders. Ja, Verdächtiger ist klein, okay. Nee, Sohn ist unschuldig, oder? Moment, was gab's? Also ich bin noch nicht sicher, ob das mit dem Automat passt. Also der hat zwar darum gebastelt, aber ob das Ding am Ende allein weggerannt ist, ist mit dem Speer von mir aus. Na, du kannst ja mal die andere Herleitung nehmen. Aber ich überlege gerade, also der Typ, der Albert lag ja in seinem Sarg da drin. Und der, wo auf uns geschossen hat, ist durchs Fenster geflüchtet. Warum sollte der auf uns losgehen und auf den Albert nicht? Also vielleicht hat sich der ja nur da drin versteckt und hat gehofft, wir finden ihn nicht. Ich weiß nicht. Lass uns doch mal die alle mal aufmachen. Warum der Angreifer nicht auf ihn losgegangen ist, sondern nur auf uns losgegangen. Ja, weil Albert ist, glaube ich, mein Verdächtiger. Und dann... Er ist derjenige, der... also die haben praktisch das Gold da genommen und haben ihn komplett zurückgelassen. Dass der jetzt wütend ist und sagt, er rächt sich an denen. Ne, das mit der rennenden Statue, das würde ich vielleicht zulassen. Aber wenn wir hier jetzt vom Automat auf keinen Automat gehen. Denn. Und sagen, der Verdächtige ist dort drin. Dann wird sich hier was bilden. Also. Na, was bildet sich denn da? Schwarzer. Keine Statue. Die Person, die Zacharias Gresto getötet hat, ist körperlich stark genug, um einen kräftigen und genauen Speerwurf durchzuführen. Unabhängig davon hat er ja so ein Automat gehabt. Aber jetzt haben wir die da noch gar nicht. Na, guck mal. Bernhard Marley glaubt wirklich, dass er einer der Auserwählten ist und den Willen von Tikkun Umar und damit den Fluch umsetzen muss. Wer war denn Marley nochmal? Das war der in der Gießerei. Und der Albert hat nicht in der Gießerei geschafft, das war der Kranke. Genau. Bernhard Marley fürchtet sich vor dem Fluch und versucht sich davor zu schützen. Er kann keiner der Auserwählten sein. Das ist falsch, weil wir haben doch da irgendwo einen Tagebucheintrag oder irgendwas gefunden, wo er gesagt hat, er ist der Auserwählte, oder? Dann haut's aber alles kaputt. Kann man halt gleich nochmal gucken. Okay. Nee, er hat doch, glaub ich, so ein bisschen davon geredet gehabt, dass er an diesem... Er war... ...an diesem Tetschua Amman. Er war auf jeden Fall sehr abergläubig. Was steht hier noch? Der Charles wollte, dass Greystock stirbt, um seine Sammlung zu erhalten und verkaufen zu können. Oder er hätte jede andere Sammlung verkaufen können. Das stimmt allerdings.
Ja. Also vermutlich kann entweder der Arbeit schuldig rauskommen oder der aus der Gießerei, schätze ich mal. Aber der aus der Gießerei, der hat ja eigentlich. Der hat schon coole Roboter gebaut, aber die standen ja noch da. Ja, und der hat ja auch eigentlich kein Motiv. Und ich weiß auch nicht, ob er sie vor 10 Jahren schon basteln konnte, nur weil er jetzt da welche rumstehen hatte. Na, aber die Statue, die da ja angeblich weggerannt ist, die hat er ja vor 10 Jahren gebastelt und verschenkt. Okay, klick doch mal, was da steht. Auf Albert ist schuldig. Albert hat einen zwergwüchsigen Komplizen eingesetzt, um die Öffentlichkeit glauben zu lassen, dass Zacharias Greystoke und später die weiteren Clubmitglieder durch den Fluch umgekommen sind. Das kann sein. Ich habe zwar da keinen zwergwüchsigen Komplizen gesehen. Wir haben ein kleines Bett gesehen und jemand, der auf uns geschossen hat und jemand, der dann abgehauen ist. Und das war ja nicht er. Also er hat ja nicht auf uns geschossen, hat sich in den Sarg gelegt. Wobei, Genau. könnte auch gewesen sein, dass gar niemand da oben abgehauen ist. Also ich würde sagen, Und nicht mehr lange zu leben hat er auch. ja, aber der kann doch keine Gnade. Also er hat ja jetzt hier, der hat aus Aber Rache die anderen gekillt. sind auch nicht unschuldig, die sind ja schon dran, dass er ein Armer ist. Das ist richtig. Und darum dachten die ja, dass er tot ist. Ja. Ja. Ich bin gespannt. Ich auch, ob es richtig oder falsch ist. Ansonsten machen wir halt den aus der Gießerei schuldig. Wir stellen alle Hinweise um. Ja. Mr. Orbit. Oh, Ihr Sohn ist zu Besuch. Ja, wie Sie sehen. Wir müssen uns unterhalten. Es betrifft auch die Polizei. Verstehe. Gulliver geht zu unserer Nachbarin Mrs. James. Das hier ist nichts für Kinder. Ist das ein Ach, Schwarzer? nur eine Sekunde, bitte. Ist gar kein Kind. Das war planbar. Ein Blumjob, Maya. Mehl? Das ist stark Wie ich gewesen. vermutet Ups, das habe, habe ich er nicht brachte gesagt. ihn aus Brasilien mit. Sie waren dort beide Sklaven und sind zusammen entkommen, richtig? Absolut richtig. Wir sind Kameraden bis zum Tod. Er ist wie ein Bruder für mich. Jetzt ist alles klar. Sie und Ihr Komplize sind schuldig des Mordes an Zacharias Greystoke. Sie mussten für Ihre Taten büßen. Wenn ich Sie doch nur alle erwischt hätte. Aber Gulliver hat nur meine Anweisungen befolgt. Darüber wird das Gericht entscheiden. Aber ich habe so meine Zweifel, ob es Gnade für einen Pygmäen gibt, der Engländer auf dem Gewissen hat. Also ich finde, dieses Action-Element, oh, schnell den Hut wegzupatschen, das ist irgendwie lächerlich. Ja. Im Vorbeilaufen den Hut ganz schnell weghauen. Also, Albert verabscheute seine Expeditionskollegen, weil sie ihn im Stich gelassen hatten. Der Mord wurde durch seinen Komplizen begangen und sollte mit dem Fluch vertuscht werden. Sie müssen beide eingesperrt werden. Ja, das hört sich doch Und gut das an. ist richtig, guck. Alles grün. Haben wir den Fall abgeschlossen. Wir Sherlocks. Ja, dann würde man sagen, den nächsten Fall starten wir in der nächsten Folge. Schön, dass er dabei gewesen hat. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.